Es war ja immer so Dezember rum. Ist ja bei dir kritisch mit Freunden. Genau, ich mache immer im Dezember Schluss, weil man Ja. dann kein Weihnachtsgeschenk mehr kaufen muss. Genau, immer vor Dezember wegen Ja, Weihnachtsgeschenken, und weil das es ja so ein bisschen so die Nachdenkphase ist. gebe ich auch ehrlich zu. Ja. Macht auch, also macht einfach Sinn. Weil, wenn du weißt, dass die Beziehung schon vorbei ist, warum willst du dann dir den Struggle mit dem Weihnachtsgeschenk noch antun und dann auch noch Weihnachten? Das ist ja eh immer der Horror für mich, wenn eine Frau sagt so, lass uns zusammen Weihnachten feiern, komm mit zu meiner Ja. Familie. So, das ist ja, ich weiß noch, also Leute, Real Talk vor 38 Leuten. Der schlimmste Tag meines Lebens, okay, der schlimmste Tag meines Lebens, Matthias kennt die Geschichte, war, als ich in der, ich will nicht lügen, ich glaube so, sagen wir mal, 11. Klasse, 11. oder 12. Klasse war, Gymnasium, da hatte ich eine Freundin, die hieß Tina. So. Und mit Tina war eigentlich alles gut. Also, Tina war so ein Mädel. Am Anfang war die so schüchterne Maus und so wenig Oberweite gehabt. Und dann innerhalb von ein, zwei Jahren ist sie auf einmal echt eine dralle, sag ich mal, hübsche Frau geworden. So, ne? 3 auf 8. Genau. Ja, so von 3 auf 8, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, da hat schon einer so Direkte Klick erste Clip gemacht. Schluss machen im Nein, Dezember. merke ich jetzt. Und pass auf, so, da bin ich mit der zusammengekommen und es war alles cool. Ja, also es war alles legit. Erstes Mal, sie hatte ihr erstes Mal mit mir und so. Also es war eigentlich alles nice. So, und sie kam auch noch vom Dorf, war also auch so eine, die so ein bisschen, wie sagt man das jetzt, ein bisschen durchgedrehter war, ein bisschen offener war und so weiter. Aber dann war es auf jeden Fall so, dass sie zu mir gesagt hat, hey, ich will, dass du mitkommst auf die Silberhochzeit meiner Eltern. So, und dann, das war für mich schon, also dann, ich habe erstmal Nein gesagt und sie hat aber die ganze Zeit auf mich eingeredet, meinte so, hey, komm mit, Silberhochzeit meiner Eltern, das wird mega nice und so, du musst dabei sein. Okay, das ist halt so Dorf-Tradition, so, ne? So, der Freund musste halt mit. So, und dann war ich an diesem Tag und wirklich, das war der allerschlimmste Tag. Ich musste mit ihrer Mutter Wiener Walzer tanzen. Oh Ja, die Gott, ganze ey. Zeit auf einem Dorf. Alle waren besoffen. Oh. So, ich habe damals noch keinen Alkohol getrunken. Alle waren super besoffen, haben mich dann zugelabert. So, du bist doch der Freund von Tina und so. Und ich saß da und ich habe mit meiner Mutter die ganze Zeit getextet und habe wirklich überlegt, no joke, ob ich einen Finger in den Hals stecke, kotze, einfach sag mir, ist mega schlecht und mich abholen lasse. Ey, das ist echt einfach Horrorszenario. Also es ist wirklich, also das war wirklich, ja, das war der Moment, dass man mit dem Trinken anfing. Nee, das war das Problem. Ich habe zu der Zeit noch nicht getrunken. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt der Super-GAU. So, also, ich ziehe das Ding durch, ich stecke mir keinen Finger in den Hals, ich schreibe nicht meiner Mutter, dass sie mich abholen soll. Ich denke mir so, egal. Ja, Tina hat auch ein bisschen getrunken, so. Wie gesagt, alle waren da irgendwie voll und ich dachte, okay, danach, ja, Lohnung. wenn. Genau, ich habe halt so gedacht, okay, wenn der Shit vorbei ist, gehe ich mit zu ihr. Ja. Wir grinden den Shit jetzt durch, Ge ja. genau, wir, ich dachte so, wir gehen dann zu ihr. Sie ist halt betrunken. So, vielleicht lässt sie noch ein paar Hemmungen fallen. Vielleicht kann man ein paar Sachen mit ihr machen, die sie vorher nicht machen wollte und so weiter. Und Ja. dann sind wir bei ihr. Das war der größte Struggle. Der Vater hat den Taxifahrer angeschrien und es war super cringe. Ja. Und dann gehen wir in ihr Zimmer, die Tür geht zu und ich denke mir so, okay, jetzt. So, jetzt ist Primetime. Ne? Ich war ja komplett nüchtern, sie halt angetrunken und dann ist sie einfach eingepennt. Also, no joke. Dann ist sie einfach eingepennt und ich habe sie versucht zu wecken und so und meinte so: Hey, Tina, was los? So, warum schläfst du jetzt? Wir wollen doch bumsen und sie hat einfach Oh gepennt. Mann. Und ich habe wirklich, das war, da habe ich wirklich überlegt, ob ich mich quasi an ihr vergehe. Ich meine, wir waren ja zusammen, so, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Ich habe es am Ende nicht Ja. gemacht. Ich glaube, an der Stelle waren viele schon mal. Ja, aber es war wirklich, also im Nachhinein würde ich sagen, wirklich schlimmster Tag meines Lebens. Mikro Und ist wie alt leise, warst du da? schlimmster Tag meines Lebens. Einer sagt, Mikro ist leise. Habe ich doch vorhin jetzt Nee. leiser, lauter Freunde, ihr wisst auch nicht. Wie alt war ich da? Boah, keine Ahnung. Gute Frage. 16. Mich hat meine Freundin im Krankenhaus verlassen. Das ist auch krass, Mann. Aber deshalb, hört auf. Also Leute, ihr braucht alle keine Frau. Ja, das bringt einen tendenziell eher in Missstände.
Die ersten machen schon, ja. Die ersten machen schon Instagram-Stories da. Wirklich, ey, direkt wieder der nächste Clip, ey. Oh nein. Oh fuck. Okay, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Alle so, ja, Ich hier ist richtig geiler Content auf Twitch. dachte so, ja gut, wir sind ja jetzt hier unter uns. Aber klar, man kann natürlich den Shit auch irgendwo hochladen. Nee, aber ist wirklich so. Und dann habe ich mit ihr, ich habe mit ihr dann irgendwann Schluss gemacht, als wir, ich habe mit ihr Schluss gemacht, als ich schon an der Uni war. Nein, nein, ich lösche keine Clips, Leute, alles gut. Ich habe mit ihr dann Schluss gemacht, als ich irgendwann an der Uni war. Da hatte ich eine andere Freundin und das Ding war, sie ist seitdem auf keinem, sie war auf keinem einzigen Klassentreffen. So, und ich weiß so, als ich das erste Mal, als ich auf dem Klassentreffen war, nachdem wir sozusagen auseinander waren, ich mit ihr Schluss gemacht hatte, haben alle mich übelst angemacht und meinten so, ja, du bist schuld, dass Tina nicht so traurig ist und nicht mehr auf die Klassentreffen kommt und so. Oha. Und keiner hat die mehr gesehen seitdem. Also no Oha. joke. Also no joke. Also ich hoffe mal nicht, dass ihr jetzt irgendwas passiert ist oder so, aber die war einfach weg. Vielleicht hast du ja doch noch was gemacht, als sie geschlafen Nein, nein, hat. nein, nein, nein. Habe ich leider nicht. Also im Nachhinein war dumm, weil sie hätte es ja wahrscheinlich auch gewollt so. Aber Ja, erstmal. Tina, wenn du da draußen bist, schreib mal. Meld dich mal. Oh, ich würde wirklich gerne wissen, wie sie aussieht. Ich meine, sie ist ja jetzt auch 32 oder so. Vielleicht von einer 8 noch auf eine 9 geklettert, wer weiß. Guck mal, sie war, ich würde sogar sagen, bevor ich mit ihr zusammen war, war sie wirklich so eine 4. Weil sie war relativ dünn. Sah halt nicht so mega feminin und so aus. Und dann ist sie aber innerhalb von 2 Jahren echt richtig hot geworden. So sie, also sie war auch so eine, so ein Mauerblümchen, so keiner stand auf die oder so und auf einmal war die mega hot und alle wollten was von der. Ja, das ist ja bei vielen so in der Schule und deswegen sind so Klassentreffen, da kann man einiges bereuen dann, ne? Ah, Klassentreffen könnte ich auch krasse Stories erzählen, aber mache ich nicht. Weil. Bro, ich glaub, du könntest auch die ersten 8 Stunden einfach mit Frauen-Content füllen. Die, also die erst, also da, also Klassentreffen, habe ich auch mal eine ganz wilde Erfahrung gehabt. Aber das können wir nicht machen. Das geht nicht. Direkt gebannt nach der Story. Es war wahrscheinlich wirklich so, direkt. Nee, nee.